So, die Woche beginnt mit einem Smoothie und heute kommt was, ein Special rein. Und zwar zwei Bananen mit Schale. Ich will das mal probieren. Ich habe das von irgendjemand von euch, hat das sozusagen ja gesagt, dass das mal durchaus probierenswert wäre. Und ich habe da ein bisschen recherchiert und ja, ich werde einfach mal zwei Bananen mit Schale in den Smoothie reinmachen. Ich habe die Bananen natürlich gewaschen und unten und oben abgeschnitten. Ne? Also die schwarzen Stellen. Ansonsten halt einfach so. Das sind natürlich Bio-Bananen, logischerweise. Und die werde ich heute einfach mal mitpürieren. Der gesamte Smoothie hat 600 Kalorien. Das ist mein Start in den Tag. Ich versuche halt auf 1800 Kalorien ungefähr zu tendieren und schauen, ob ich da auch wirklich satt bin. Und also kein Hungergefühl habe. Das ist besser ausgedrückt. Ja, und der Tag startet mit einem Experiment. Und wie das dann gelaufen ist, das werdet ihr dann sicherlich auch wahrscheinlich bei Instagram oder Facebook mit erleben können, wenn ihr denn mir folgt. So, jetzt gibt's ungefähr 300 Kalorien. Und zwar sind das zwei Wakama-Algen. Dazu sind das sechs Paranüsse, ein paar kleine wilde Pekannüsse und so ein paar Stückchen getrocknete Ananas und zwei rohe Kakaobohnen. Also ich habe es mal überschlagen, müssen 300 Kalorien sein. Ja, und ich gehe jetzt auch auf zwei Jodstangen, das heißt die doppelte Dosis Jod, was für einen normalen Menschen empfohlen wird. Einfach weil ich es ausprobieren möchte, weil ich spüre, dass mir die Jodstangen sehr, sehr gut tun. Und ja, da habe ich jetzt einfach mal probiert, sozusagen die Dosis anzuheben, werde auch in Zukunft immer zwei Jodstangen, also das Doppelte der empfohlenen Tagesdosis von Jod, zu mir nehmen. So, mit den zwei Orangen bin ich dann bei ungefähr 1000 Kalorien. So, zum Abend werde ich mir jetzt noch vier Orangen einverleiben oder fünf. Auf jeden Fall, summa summarum, wieder bei 1300, 1400 Kalorien sein. Am Ende jetzt des Montags und eigentlich wollte ich 1008, aber ich habe echt keinen Hunger heute gehabt. Und naja, ich gehe davon aus, dass ich morgen dann zuschlagen werde, was, keine Ahnung. Aber ist immer so, wie es ist, wird dokumentiert, da war 1000, 3400 Kalorien. So, der Tag startet mit einer ganz kleinen Salatportion. Das ist halber Eisbergsalat und ja, nichts dran, also ein paar Zwiebeln und ich würde sagen 100 Kalorien, wenn es hochkommt, weil Öl ist auch so gut wie nicht dran. Aber sagen wir einfach mal 100 Kalorien, ein kleiner Morgensnack. So, jetzt gibt es einen Smoothie, der hat ungefähr 500 Kalorien, beziehungsweise nicht, ich würde sagen 600 Kalorien, weil ich habe jetzt noch ein paar Haferdinger drauf gemacht. Und Nackthafer, das war jetzt das erste Mal. Und vorher hatte ich gesagt 500 Kalorien, aber jetzt hat mich die Ilka von YouTube, die hat mir einfach gesagt, ja, Nackthafer kannst du einfach einen Smoothie reintun. Und ich habe hier wirklich noch kiloweise rumstehen. Und ja, deswegen habe ich einfach gedacht, mache ich mal so eine kleine Handvoll Nackthafer mit rein, hat bestimmt 100 Kalorien. Also von daher ungefähr 600 Kalorien, die ich mir jetzt einverleibe. Und dann bin ich dann bei 700 Kalorien. Und es ist noch nicht mal Mittag und ich hoffe, dass ich heute dann wirklich auf die 1800 dann komme, um halt da auch ein Gefühl zu entwickeln. So, und da habe ich jetzt einfach so Wildreis, den ich jetzt eingeweicht habe über ein paar Tage. Den esse ich jetzt so, das sind ungefähr 300 Gramm und das sind ungefähr 300 Kalorien. Also 100 Gramm vollgesogener Wildreis hat ungefähr 100 Kalorien, lässt sich immer ganz gut rechnen. Auf jeden Fall sind das jetzt 300 und ja, es ist jetzt so 14 Uhr ungefähr. Und es entwickelt sich jetzt so ein leichtes Hungergefühl und das ist auch schon teilweise ein bisschen präventiv. Das heißt, ich habe jetzt nicht einen großen Hunger, aber ja, das werde ich jetzt essen. So, jetzt liegen hier 600 Kalorien da und die werde ich jetzt essen. Ein Orangenteller und eine Banane, drei Bananen sind das, drei große. Und jetzt geht's los. So, ich habe jetzt noch ein paar Datteln gegessen und ja, habe dann einfach so reingelangt und bin jetzt quasi bei 2000 Kalorien für den heutigen Tag. Und ja, ich bin satt, aber ich kann schon aus dem Tag heute sagen, dass 2000 Kalorien wahrscheinlich so ein bisschen zu viel sind. Auf jeden Fall bin ich mega satt und schon ein bisschen überfressen und es ist schon Abend und ich gehe gleich ins Bett. Also von daher, ja, aber egal, 2000 Kalorien heute gegessen und gut ist. So, ich bin jetzt ja nicht zu Hause, sondern auswärtig und bin froh, dass ich hier so einen Asia-Shop gefunden habe und einen Rewe. Und da habe ich mir jetzt eine Portion Erdbeeren, eine Portion Mango und einen Obstsalat geholt. Das ist meine erste Mahlzeit heute und ich vermute mal, dass es so 200 Kalorien, 100, 300, ich sag mal 300 Kalorien sind. Und ja, mal schauen, wie der Tag so verläuft. Gestern war ich ja mit 2000 Kalorien und ich war mega satt. Also ich vermute immer noch bei 1800 Kalorien wird wohl das liegen. Aber wir werden es heute sehen. Wie gesagt, erste Mahlzeit, sagen wir mal 300 Kalorien. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. So, der fette Obsttag heute. Ich habe heute
Nachmittag, Mittag nochmal einen dicken Obstsalat gegessen. Ich war heute, also ich war bei einer Freundin heute Vormittag und gegen Mittag, Nachmittag war ich bei einer anderen Freundin und die hat mir einen richtig großen Obstsalat gemacht. Und ich habe ja zuerst Obst, das habe ich aufgenommen, den anderen Obstsalat habe ich leider vergessen aufzunehmen. Ja, und jetzt ist so gegen Abend und jetzt wäre ich auch noch, habe ich richtig Bock auf so Bananensession, also 7, 8 Bananen und ganz schwer mit Kalorien heute zu testen, also zu ich fällt das Wort nicht ein, bin ich doof, ja, abzuschätzen, genau. Und zwar, der erste Mal, war so 300, 400 Kalorien, der Obstsalat, das war richtig massiv, weil da würde ich schon fast 800 Kalorien ansetzen, weil da richtig viel und groß war. Und das sind auch nochmal 800, also 1600, sind vielleicht auch wieder 2000 Kalorien, na, weiß ich nicht. Weiß nicht, wie viele Bananen ich jetzt esse. Aber na, ich denke mal, vielleicht so 1800, 2000 Kalorien könnte sein. Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch so einen leichten Hunger und habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich mich jetzt immer fresse. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall würde ich heute sagen, sagen wir einfach mal, 1900 Kalorien habe ich zu mir genommen oder werde ich zu mir nehmen. Na, mal sehen, wie sich das Gefühl weiterentwickelt. Obsttag jetzt. So, heute mal wieder zu Hause starten und ungefähr genau wissend, was an Kalorien ich zu mir nehme. Das ist eine Banane und die hat ungefähr 100 Kalorien. So, jetzt sind wir bei 600 Kalorien angekommen, weil der Smoothie hat ungefähr 500 Kalorien. Heute mit sehr viel Petersilie ausgestattet. Ansonsten halt das drin, was ich eigentlich immer reinmache. Weizengras ist drin, Apfel und Bananen sind drin, gefrorene Himbeeren sind halt relativ reichlich drin. Grünkohl ist natürlich die Hauptzutat bei meinen Smoothies immer. Also sind immer mindestens 300 Gramm Grünkohl drin. Ansonsten sind noch ungeschälte Hanfsamen drin, eine frische Kurkuma-Knolle, eine Scheibe Ingwer, frischer Ingwer natürlich und ja, ach ja, und noch ein bisschen Reisprotein und Erbsenprotein in einem Anteil von 1/3 zu 2/3. Das ist das Aminosäureverhältnis von Fleisch, also im Endeffekt, dass alle wichtigen Aminosäuren gut vorhanden sind. Ja, und das ist sozusagen jetzt mein Smoothie und den lasse ich mir schmecken und dann sind wir bei 600 Kalorien. Jo, jetzt ist es schon fast Abend, ich bin immer noch bei den 500 Kalorien. Ja, also es gibt jetzt einen Salat, da sind Tomaten und Gurken und Frühlingszwiebeln und Petersilie und dazu wird es jetzt noch Essig und Öl geben. Ich habe mal ausgerechnet, es sind leider auch nur 500 Kalorien ungefähr dann am Ende des Tages. Das heißt, also nicht am Ende des Tages, sondern am Ende der Mahlzeit. Das heißt, wir sind dann bei 1000 Kalorien. Und boah, jetzt habe ich dann den Live-Talk. Donnerstag 20 Uhr mache ich immer Live-Talk, können Leute mich anrufen. Vielleicht brauche ich danach noch Energie, aber normalerweise gehe ich dann relativ zeitnah schlafen. Mal sehen. Bis heute keinen Hunger gehabt und jetzt auch nicht so das große Hungergefühl, ehrlich gesagt. Naja, weiter geht's. So, heute früh habe ich wieder gepennt und habe meinen Smoothie nicht aufgenommen. Das sind 500 Kalorien gewesen wieder, heute Morgen. Jetzt zum späten Mittag habe ich jetzt hier Wildreis und Gurke mit Olivenöl. Das sind 800 Kalorien, dieser Salat. Den werde ich auch heute im Laufe des Tages essen. Und damit bin ich jetzt bei 1300 Kalorien. So, und zum Abend gibt es noch eine Pamplemousse. Die hat ungefähr 100 Kalorien, wahrscheinlich nicht ganz, aber genau. Und da bin ich bei 1400 Kalorien und bin eigentlich recht zufrieden. Ja, also Ende der Woche. Was kann man als Fazit festhalten? Das waren 2 Tage mit 2000 Kalorien, der Rest so 1400 Kalorien, wenn ich mich recht entsinne. Und letztlich bedeutet das, also 1400 Kalorien ist definitiv zu wenig, weil die 2000 Kalorien Tage, die waren halt dabei und da sind halt 1200 Kalorien nochmal, also kumuliert, was über die, also 2x600 über die 1400, was man über die 7 Tage dann ungefähr sagen kann, 200 Kalorien drauf. Das heißt, aktueller Stand wäre, glaube ich, so 1600 Kalorien pro Tag und ja, und ich habe mich die Woche eigentlich zweimal so ein bisschen überfressen gefühlt, aber auch ein, zweimal so ein bisschen hungrig noch. Also alles in allem könnte ich sagen, also 1600 Kalorien ist jetzt meine aktuelle Theorie und das ist wohl der, wo ich dann, also das, wo ich ansetzen will nächste Woche. Und ja, also das ist jetzt sozusagen der aktuelle Stand. Ich sage, so 1600 Kalorien könnte meine persönliche, ja, meine persönliche Energie sein, die ich tatsächlich auch brauche.